Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher mit mir, der XRBX. Im letzten Part haben wir ein paar Ghule verdroschen und auch hier noch ein paar Leute für Geld verdroschen. Und ich würde sagen, das machen wir auch noch gerade fertig. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. You don't say. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Na dann mal los. Wer will einer aufs Maul? Ihr kämpft wie ein Mädchen. Wer will einer aufs Maul? Okay, das war gerade nicht so genial. Schlag mich, ihr Memme! Ich glaube, das muss ich noch etwas üben. Im zweiten war es um einiges leichter. Zumindest finde ich das. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Hübsches Tattoo. Heal, please. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Ich wurde doch vorhin irgendwie geheilt. Ah. Wer will einer aufs Maul? Wer will einer aufs Maul? Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Wir haben alle dieselbe Synchronstimme. Auf keinen Fall. Ja, ich weiß, ihr kämpft um Geld. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Ich poliere euch die Fresse! Jetzt komm schon. Ah, da ist er wieder am Verhöhnen und am Triumphieren, was weiß ich was. Ja. So. Ich glaube, wir hätten dann fast alle hier. Was sollte ich tun? Zumindest fast alle. Und jetzt würde ich nochmal gerne geheilt werden. Von wem auch immer. Das kam vorhin. Kein Deal. Ja. Dann halt nicht, machen wir halt beim nächsten Mal weiter. Suchen wir jetzt halt einfach mal den Kalkstein. Der muss ja auch irgendwo aufzutreiben sein. Ich frag mich echt, wo der Kerl hin ist. Wer ist das denn? So. Dann kümmern wir uns jetzt mal um diese Ertrunkenen. Ich glaube, die kommen nur bei Nacht. Müssen wir jetzt irgendwie ans Flussufer? Hallo. Das ging ja schnell. Das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich gerade so ein Viech gekillt hätte.
Der Fluss war irgendwo dort, ne? Ja. Wie mir diese Drecksdinger auf den Keks gehen. Oh, da ist ja noch was hinter mir. Diese Gule hier. So. Jetzt sind wir zum Einsammeln. Jawohl. Kein Grund zur Eile. Das ging ja schnell. Ach stimmt, ich wollte ja auch noch dieses komische Myrte-Zeugs da noch holen. Ich glaube, bis wir hier am Fluss sind, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Da müssen wir erst wieder hinten hinrennen. Ach, so ein Mist aber auch. Naja, was soll's. So sammeln wir wenigstens noch etwas Erfahrung. Ich werde mir sparen. Also so ganz schlecht ist das nämlich dann auch wieder nicht, wenn wir hier ein paar Viecher umnatzen. Gott, bin ich gerade leicht erschrocken hier. Ja gleich. Schade. Hätte gedacht, das könnte ich jetzt einsammeln. Aus dem Weg. Ja, ja, genau vor der Kirche hier, ne? War das der einzige? Ja, sieht so aus. Ich will jetzt hier nicht jeden Hund pullen. Ich will ja auch noch irgendwann zu diesen Ertrunkenen da kommen. Da blanscht schon was. Gehirne einsammeln für den Kalkstein oder was es war? Ich weiß gar nicht mehr für wen. Ah, ach, den Geistlichen. Ah, okay. So, dann hätten wir das ja jetzt auch mal geschafft. Gibt es irgendwo eine Feuerstelle in der Nähe? Ja, wir stecken unser Schwert mal einen Meter vom Hund entfernt in den Boden rein und er stirbt daran. Warum auch nicht? Macht ja auch Spaß. Kapellentür geschlossen. Ich würde gern irgendwo noch rein hier, ne? Gehen wir mal da rein. Gibt's hier nicht irgendwas zum Meditieren? Nö, ne? Menü. Das wird ja schon wieder hell langsam.
So langsam wird's ja wieder hell. Gehen wir jetzt mal gucken, was noch diese, wo es noch diese komische Pflanze da gibt. Da hinten ist noch ein Ort der Macht. Aber den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sieht auch cool aus hier gerade. Fallende Blätter, die eigentlich von der Farbe her komplett anders aussehen. Aber naja. Ah, wieder ein tollwütiges, böses Wauwau. So. Lass mich looten, lass mich looten, lass mich looten. Danke. Seid gegrüßt. Das könnte vielleicht auch der Jäger sein. Macht's gut. Obwohl, warte mal, der wollte auch noch was mit genau. Ertrunkenen. Seid... Wie viel verlangt... Das kann ich euch nicht sagen. Kommt schon. Sieht so aus. Also. Kommt auf den Kunden. Da bin ich nie... Beruhigt. Fortschein. Ach so. Ein oh, ja, was okay. Hat nichts... Wie viel... Der nein, 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 kommt nein, auf... Nein, da bin ich nein. Beruhigt. Fortschein. Ein... Was war das? Nichts. Macht... Das hatten wir ja schon alles, stimmt. Ich erinnere mich. Also irgendwie leiden hier fast alle Adligen an leichtem Übergewicht. Kommt zumindest mal so rüber. So. Mal gucken, ob der Kalkstein jetzt da ist. Dann trink was, Junge. Kalkstein, where are you? Es gibt nicht, wo ist der Kerl? Das ist die Frage, wo der ist. Na, hier. Bin doch hier. Soll ich? Dann sollte der doch hier irgendwo sein, oder? Bin ich blind? Der ist aber nirgends. Und gucken mal hier. Reisende. Feuerstelle, Söldner, Söldner, Söldner. Menno, wo ist denn der? Götter segnet mich mit Geduld. Naja. Meditieren wir gerade mal bis zum Morgengrauen, vielleicht ist er ja dann irgendwie da. Da ich die Stadt nicht betreten kann, werde ich mich im Tempel des ewigen Feuers dem Gebet widmen. Tu das, tu das. So. Ich würde jetzt echt mal gerne den Kalkstein hier treffen, ja, das gibt's ja nicht. Wir können nicht einfach so abhauen, ne? Seht ihr den oder bin ich jetzt einfach nur blind? Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. Pech, ich kann auch nicht in die Stadt. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen? Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut.
und mein Leben. Lebt wohl. Lebt wohl. Armer Irrer. Ich hab echt keine Ahnung, wo der Kerl hin ist. Ist doch nicht. Ja, irgendwo sollte der doch sein dann, oder? Bin ich jetzt total blind. Gehen wir halt zu Abigail. Und dann mal noch zu Mikul. Hätte mich jetzt echt mal interessiert, wo der Kerl hin ist, Mensch. Gibt's da nicht. Ja, da irgendwo soll er sein. Irgendwo ist gut. Götter segnet mich mit. So, werte Dame. Was wollt ihr? Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. So, der Moment ist vorbei. So, ich sollte nach einer Weile, okay? Dann gehen wir halt zuerst zu Mikul. Ist er gerade da oben langs? Aber das ärgert mich, dass ich den verdammten Kalkstein hier nicht mal antreffe. Gibt's da nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Hab extra mit Alt hier ein bisschen rumgedrückt. Aber das will nicht funktionieren. Der Kalkstein ist unauffindbar geworden. Wir speichern mal noch gerade. So. Zack. Zack. Die Ratten hier. Ah ja, gut, okay. Da kann ich auch noch. Falls ich jetzt noch gleich das Level Up bekomme. Falls. Ah ja, ich glaube, ich bekomme ja noch ein kleines Level Up. Ah, Salamandra. Lass ah, mich. Guck mal da. Eine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Die haben's ja eigentlich mit den jungen Pferden. Ein Magier oder was? Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ich bin unschuldig! Ja. Noch einer. Das ging ja schnell. Habt Dank, Hexer. Ihr habt mich gerettet. Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Jederzeit. Gollum, Gollum. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Das stimmt allerdings. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos.
Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Wäre ich bei Vesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Schwer zu sagen. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Was kommt denn jetzt? Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Aha. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein, das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein! Das war diese abscheuliche Hexe. Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet. Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. So. Skandal! Das ist schon das dritte Mal, dass Sie sich weigern, die Gültigkeit meines Passes anzuerkennen. Was führt euch hierher? Mikul und dich. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Oh mein Gott, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Erst die Bezahlung. Ich brauche das Blut für meine Forschungen. Irgendwie hatte ich gerade so das Gefühl, dass der Kerl aussieht wie so, also vom Kopf her wie so eine Art Fisch oder so irgendwas. Also, ja, der wirkt schon etwas merkwürdig. Vor allem, wie er da so steht. Oh, ja, das sollte ich vielleicht mitnehmen. Ah, oh, Das ist natürlich bitter. Kann ich auch mal wieder verkaufen gehen. Wie viele Ohrens haben wir denn? 5 und oh, ja. Das gefällt doch. So, ich würde sagen, ich mache dann hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, euer DXAPX. Tschüss.